gerade jetzt ab zum Flughafen nach Berlin und der Flixbus ist ja voll, aber ist trotzdem bequemes Fahren. Ah, da oben ist gerade einer gestartet. Hier der Busbahnhof hier am Flughafen, ne? Berlin-Brandenburg. Und mit dem Fluss, der Flixbus fährt sich gut. Das ist recht angenehm. Aber dann Berlin-Alexanderplatz. Ne? Bis jetzt hatte ich immer alles so verstanden, dass die Maskenpflicht vorbei ist. Ne? Da kam da eine Furie ran, da am Bus. Maske, Maske, Maske. In unserem Bussen wird Maske aufgesetzt. Naja, habe ich eine umsonst gekriegt. Naja, okay. Habe ich gestaunt, dass es in Deutschland eine Maske umsonst gibt. Tja, da drüben muss ich rüber. Hier ist so mein Terminal. Ne? Mein Flieger fliegt eine Stunde später ab. Habe noch ein bisschen Zeit. Boah, schauen wir mal. Finde ich cool hier am Innenschalter. Da sind so eine kleine Wagen. Und da kann man sein Gepäck draufstellen. So Handgepäck, das ist für Handgepäck gedacht. Ne? Kann man einmal die Größe abmessen. Und dann Gewicht. Ne? Boah, das passt schon. So muss ich sagen, ist ja nicht schlecht. Der Flughafen, ne? Aber nirgendwo eine Möglichkeit zum Sitzen. Also man kann nicht davon ausgehen, dass die hier alle hier kerngesund sind und hier stundenlang stehen können. Ne? Also das ist sehr menschenunfreundlich in dieser Frage, dass man hier nicht sitzen kann. Hey Leute, jetzt bin ich kaputt erstmal fertig auf dem Flughafen. Oh, muss ich 10 Euro nachbezahlen, weil ich habe mein Handgepäck bei Corendo angemeldet bei der Buchung. Verstehe ich nicht, dass sowas nicht inklusive ist. Bei SunExpress war es inklusive. War gar kein Thema. Und naja. Dann hier weite Wege, erstmal finden, wo was ist. Oh, jetzt habe ich mir erstmal den Platz gesucht und jetzt erstmal ein bisschen verschnaufen und nachher ins Geht gehen. Na, endlich ein Flugzeug nach viel Verspätung. Ja. Einmal wird verschoben, über die Tage und jetzt viel Verspätung. Nochmal so wie das Wochenende. Über Nacht ist einfach immer ganz gut. So Leute, jetzt bin ich hier raus aus dem Airport-Gebäude. Hier so richtig versteckt. Hier war dann hier 724, hab's aber gefunden. Und nun warte ich hier, dass hier noch Leute kommen und diesen versteckten 724 auch finden. Und dann hier wollen wir sehen, können wir mal losfahren. So, jetzt im Transferbus drin, aber er ist nicht voll, ist nur halb voll. Und mal sehen, wie das wird. Die Rückreise hoffentlich nicht so wie die Hinreise. Aber ich bin jetzt richtig froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Ja Leute, ich bin zurück hier aus Deutschland, wieder in Mamudla, in meiner Wohnung, bei Tatjana und den beiden Hunden. Aber die Reise, die war sehr anstrengend. Der Flug wurde ein paar Mal verschoben, so dass noch über 3 Stunden Verspätung kam. Und naja, dann nachher in den 724 hier im Flughafentransfer. 15 Leute nachher drin. Am zweiten Terminal sind wir herangelaufen und da kamen die restlichen nochmal zugestiegen. Und oh, unmöglich. Die haben alle gequarzt, ne? Dann rein in den kleinen Bus, ist nun mal nicht viel Platz, ne? Und dann die ganzen Leute dort mit dem frisch dem Duft von Zigarettenqualm, ne? Oh ne, fand ich nicht in Ordnung. Auch dann hier mit dieser Klimaanlage war wieder der gleiche wie letztes Mal, wo ich nach Deutschland gefahren bin. Und dann mit dieser kaputten Klimaanlage hat er wieder volle Pulle aufgedreht. Da hat er gleich gesagt, oh ne, geht überhaupt nicht. Ne? Hier, oh, hat er schnell zurückgedreht. Ne? Und später haben sich ja noch hier Frauen aufgeregt, dass sie es auch nicht wollen. Ich hatte mich dann umgesetzt, weil welche ausgestiegen waren. Und dann unmöglich. Naja. Hier in Mamudla ist es sehr warm. Ne? Achso, das sind die Flughafentransfer. Ne? Also ich würde jetzt in Zukunft die immer vorziehen, sowas wie
hier Ali Alcom 1, ne? Hier, der mit seinem kleinen Mercedes-Bus, wo eine begrenzte Anzahl von Leuten drin ist oder man alleine drin ist, ne? Oder andere Sachen. Aber diese großen Sammeltaxis mit 15 Leuten, ne? Nee, geht nicht. Also zweimal jetzt richtig schlechte Erfahrungen gemacht und zweimal richtig krank geworden dabei, ne? Nee. Das ist, für mich hat sich das erledigt. Naja, ansonsten war ich heute Morgen schon mit dem Bodo unterwegs und die Hunde haben sich natürlich mächtig gefreut, dass ich wieder da bin. Tatjana hat sich gefreut, habe ja auch ein bisschen Geschenke mitgebracht hier für die Hunde und für Tatjana. Die waren alle happy. Und dann war ich auf dem Pool baden. Oh, im Pool, das ist ja fast Badewannenwasser jetzt, ne? Hier im Meer sagt Tatjana ja auch, ne? Fast Badewannenwasser. Na, falls euch ansonsten gefallen hat, ne, Daumen hoch, Abo da lassen und einen auf die Glocke hauen. Ach so, was sagen wir denn hier? Also in meinen Augen, Deutschland und die Menschen in Deutschland durch die 2 Jahre Corona, hier, da hat sich einiges geändert. Ist einiges anders geworden. Tja. Da muss jeder selber zusehen, ob wie er das empfindet, wie er damit klarkommt, ne? Ich will da keine Polemik machen und sagen, oh, alles böse, alles gut oder so, ne? Ich habe da meine eigenen Gedanken, meine eigene Meinung zu. Aber hat sich sehr, sehr viel geändert. Na dann, bis zum nächsten Mal.